Na gut, was haben wir noch? Vornost natürlich, war ja klar. Also, ab geht's rein in Vornost. Ach ja, ganz vergessen zu erzählen. Und zwar, ja, jetzt habe ich wieder was zum Labern, das ist sehr schön. Und zwar habe ich, jetzt muss ich mich nur gerade für den Start konzentrieren. Und zwar habe ich, für alle, die es nicht wussten, und ich glaube, ich habe es nie erwähnt gehabt in den Videos, warum weiß ich nicht. Aber ich bin so ein super Spätzünder, was eigentlich mein ganzes Leben angeht. Ist halt so, ist jetzt auch nicht schlimm. Und jetzt hatte ich letztens meine Führerscheinprüfung, die praktische. Und um es nicht spannend zu machen, ich habe bestanden. Also ich bin jetzt dazu befähigt und es wird mir sogar erlaubt, PKWs bis zu 3,5 Tonnen zu bedienen im Straßenverkehr. Oh, ein Troll. Der gehört mir. Der gehört mir. Komm her. Jetzt auf den Troll anzugreifen. Oh, Blödköpfe. Blöd. Dann halt nett. Und ja, es ist eigentlich ziemlich nice. Ich bin zwar kein Fan vom Autofahren, das macht mir auch nicht wirklich Spaß. Also, ich sehe ein, dass es ganz praktisch ist, aber ich werde wahrscheinlich immer lieber der Bahnfahrtyp sein, weil ich es halt, ich glaube, es ist wirklich um einiges günstiger. Also, wenn man jetzt nicht Versicherung, Auto, Wartung und hat. Und zum anderen ist es einfach viel stressfreier. Glaube ich halt. Also für mich persönlich. Oh, Vorsicht! End! Tot. Du kannst halt die Zeit im Zug anders nutzen. Weißt du, also für mich ist halt Autofahren anstrengend. Persönlich. Ich finde, das ist unglaublich anstrengend. Einmal dauernd gucken muss, okay, was machen die anderen Leute? Wo fahren die hin? Wo fahre ich hin? Sind da Fußgänger? Ja, nein. Abbiegen, blinken, umgucken, Schulterblick, einordnen. Dann geht da was nicht. Dann kommt hinter dir ein Krankenwagen. Dann musst du ausweichen, eine Gasse schaffen. Und lauter so Zeugs, wo du halt auch nie üben kannst. Also nie wirklich üben. In der praktischen. Also in den Fahrstunden. Das übt man halt kaum mehr. Ne? Ist halt alles sehr bescheiden. Und es ist einfach nur unglaublich stressig. Was geht denn hier eigentlich ab? Schaffen wir das hier jetzt noch oder nicht? Oder was geht denn hier ab? Ah, ich weiß nicht, ob das so gut ausschaut hier. Weiß ich nicht. Aber zumindest darf ich jetzt Auto fahren und ich werde ab und zu ein Auto bewegen. Wir haben ja eins dastehen. Aber ich werde wahrscheinlich nie ein Fan davon werden, Auto zu fahren. Ich finde halt, das ist unglaublich stressig. Wisst ihr, beim Zug? Klar, du bist jetzt beim Auto, bist du natürlich mobiler. Wenn du jetzt irgendwo hin musst, da vermutlich, also vermutlich bist du je nach Zugverbindung oder Busverbindung oder wie auch immer, bist du mit dem Auto natürlich schneller und du kannst halt genau dahin fahren, wo du hinfahren willst und musst nicht an einem Bahnhof halten und dann mit der Straßenbahn weiter und so. Also du bist insgesamt vielleicht schon schneller, kann sein, aber in der Stadt zum Beispiel macht mir Autofahren gar keinen Spaß. Also das finde ich ganz furchtbar. So, Landstraße fahren ist ganz nice. Das macht vielleicht sogar tatsächlich Spaß. Also Landstraße ist, finde ich nice. Das gefällt mir ganz gut. So, hier machen wir mal zu. Das haben wir verteidigt. Aber sonst so eher nicht. Also, eher wirklich nicht. Aber ich sehe ein, dass es praktisch ist. Also das auf jeden Fall. Und heutzutage, man braucht ja einen Führerschein. Also wenn es heißt hier... wie viel Schaden macht denn das hier? Ja, ist ganz nett. So, du springst mal bitte. Nice! Der war gut. Ja, du bist der Boss.
Ja, aber ich finde halt Bahnfahren eigentlich viel bequemer. Man kann halt wirklich Zeugs machen im Zug, weißt du? Und wenn es bloß am Smartphone hängen und irgendeinen Scheiß zocken muss. Aber es ist halt viel stressfreier. Oder am Abend zum Beispiel, wenn ich jetzt von der Uni komme, da habe ich halt, ich hätte null Bock. Ich habe halt am Dienstag von 10 bis 19 Uhr Uni. Das ist schon, ist knapp. Und ich habe halt, ich hätte halt keine Lust um 19 Uhr, also nach 9 Stunden Uni, dann noch mich ins Auto zu setzen und nach Hause zu fahren, obwohl ich es von echt nicht weit habe, also das wären 20 Minuten im Auto. Aber da habe ich halt einfach keinen Bock zu. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war ein bisschen über die Führerscheinprüfung zu quatschen. Weil ich weiß nicht, ob ich das gut gemacht habe oder nicht. Also ich habe auf jeden Fall den Lappen bekommen. Ich kann den eigentlich... Ja, vielleicht zeige ich den mal. Jetzt gerade nicht. Ich müsste nämlich im Video dann reinzoomen und Dingsbums und bla. Und ich vergesse das dann beim Schneiden wieder. Wisst ihr, das ist das Problem. Beim Schneiden vergesse ich das dann wieder. Obwohl vielleicht mache ich es am Ende vom Video und mache mir eine Notiz. Das könnte funktionieren. Dann zeige ich euch mal mein Foto. Das schaut so scheiße aus. Es schaut echt schlimm aus. Also ich habe mich halt... Ich bin halt so ein Typ, ich style mich halt einfach nicht. Ich finde das sinnfrei. Ich brauche nicht gut ausschauen. Ich meine, wie der letzte Schlumpf muss auch nicht sein, aber an dem Tag sah ich halt wirklich schlimm aus. Also nicht mal die Haare gekämmt hatte ich mir. Und ich hatte halt etwas... Ja, auf jeden Fall länger als sie jetzt sind. Also das Foto schaut schlimm aus. Sehr schlimm sogar. So, kann man alles reinhauen. So. Ich würde gerne noch ausbilden hier. Lasst mich doch mal ein bisschen... Ja, tschüss, Morop mir. Ja, die Rohstoffe. Oh, der hat eine Festung errichtet. Na gut. So, geht da jetzt was oder nicht? Lol. Ja, das kannst einnehmen. Glückwunsch. Naja, auf jeden Fall. Wie war das mit der Prüfung? Also erstmal wusste ich nicht, dass man die Prüfung... Was geht denn da ab? Hör doch da auf, an dem Blödsinn da rumzunuckeln. So. Erstmal wusste ich nicht, dass man die Prüfung zusammenfährt. Also, dass da mehrere Prüflinge an einem Tag abgefrühstückt werden. Das heißt, an dem Tag habe ich schon mal eine Vorlesung verpasst, weil die wäre um 14 Uhr gewesen. Und es hieß so, ja, um 11:30 hole ich dich ab, machen wir Prüfung und fertig. Dachte ich mir, geil, also schaffe ich das noch. Ja, Pustekuchen, denn ich durfte nicht als Erster anfangen, ich war Dritter. Das ist schon mal extrem blöd, denn man ist natürlich übelst aufgeregt. Also je nachdem, also ich war ziemlich aufgeregt. Ich bin bei Prüfungen nervös, wie Sau. Ich bin bei... Oh Gott, sagt's mir... Ich bin bei Präsentationen nervös, wie normal war's. Also ganz schlimm. Ja, also es war auf jeden Fall nicht sehr gut. Vom Nervositätsfaktor her. Und dann erstmal warten. Danke, dass du mir das Gebiet schenkst, oder? Ja, ich habe ein bisschen was ausbilden können, ist auch in Ordnung. So. Und dann war es so. Nachdem, also erstmal warten, ewig lang, 1,5 Stunden mit den anderen reden und nervös sein. Also, und nach der ersten Dreiviertelstunde war die erste fertig und die hat nicht bestanden. Und dann denkst du dir erstmal, wow, uncool, das willst halt nicht hören, nicht bestanden. Aber die war auch selbst schuld, die ist in der 70er-Zone, B17 ist die... Da ist Dings gefahren, statt 70, 86 und also viel zu schnell und dann wollte sie noch überholen, obwohl halt nicht ging, eigentlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es im Überholverbot war, aber auf jeden Fall schlechte Aktionen gefahren, hat halt der Fahrlehrer erzählt und dann denkt man sich auch, ja gut, dann ist eigentlich klar, dass die es nicht geschafft hat, wenn sie so einen Schwachsinn macht. Aber gut, du denkst halt, blöd erstmal, ne, nervös und kann passieren, soll nicht, Hilfe, naja. Dann kommt die zweite dran. Also bei uns war es halt so, erst Mädels, dann Jungs. Das können wir verteidigen, oder? Oh, der probiert es halt ernsthaft. Erst Mädels, dann Jungs. Ich war dann Dritter. Wir waren insgesamt 4 Leute, 2 Mädchen, 2 Jungs.
Aber die hat das dann bestanden. Das war dann sehr schön. Und dann ging es halt los. Ich war dran. Ich war davor sicher viermal pinkeln. Wow. Also das ist... Vom Nervositätsfaktor her, ich bin unglaublich nervös bei sowas. Ich weiß nicht, was mein Körper da für psychische Probleme hat. Aber irgendwelche psychischen Probleme hat er auf jeden Fall. Also von dem her, weiß nicht. Halt, warte. Nein. So. Okay, so passt. So, die schicken wir so rum. So rum. So, und dann ging es halt los. Erstmal hat er sich Personalien geben lassen, sich vorgestellt, gefragt, wie es mir so geht. Oh, ja. Und dann ging es los mit Auto. So Fragen zum Wagen. Also generell. Und es war ganz okay. Eigentlich, da fing es halt schon an, dass ich voll verkackt habe. Also es fing an mit, ja, was könnt ihr mir zum Reifen sagen? Und Reifen ist halt easy. Profiltiefe, dann Winter- oder Sommerreifen und was war das dritte? Profiltiefe. Nee, ich hab's noch drauf. Ich muss mich nur gerade hier aufs Spiel konzentrieren. Ich schwöre. Gott, ist doch gerade peinlich. Ist halt keine zwei Wochen her, ne? Alles gelöscht. Nee, also Profiltiefe. Luftdruck, genau, Luftdruck, klar. Und ja, dann hieß es halt gut. Dann machen Sie, dann prüfen Sie mal bitte die Nebelscheinwerfer oder nee, ich glaube, es war die Nebelschlussleuchte, wollte er noch wissen. Nicht die Scheinwerfer, sondern die Nebelschlussleuchte. Und da wusste ich dann, okay, alles klar. Erstmal, lol. Erstmal anschalten hier, bumm. Also Schlüssel. Das Ding ist, ich hab den Schlüssel zwar rein und so ein bisschen gedreht. Aber die Zündung war halt trotzdem nicht an. Aber er hat halt gepiept, weil vorne das Standlicht an war. Oder das Abblendlicht, ich weiß es nicht mehr genau, was da jetzt genau an war. Auf jeden Fall hat er halt gepiept, dann dachte ich mir, ja, okay, hm. Und dann gucke ich halt hinten, weil ich weiß, okay, Nebelschlussleuchte ist hinten. Beug mich so runter, aha. Und dann sehe ich halt, die Standlichter sind an, halt fett. Ich dachte halt, ja gut, die sind an, okay. Und dann erst so sind sie sich sicher, und dann, ja, eigentlich nicht, die müssten... Er hat halt dann immer wieder gesagt, mit der Kontrollleuchte. Und ich, das war halt so peinlich, weil ich halt zweimal habe ich gedacht, ja, das passt jetzt so, aber es hat halt nicht gepasst. Also die Kontrollleuchte war halt... Oh, da ist Gottmann. Der muss weg. Die Kontrollleuchte war halt aus, weil die Zündung nicht drin war. Ja, und dann mache ich halt da rum und rum und rum... Aber irgendwann, schlussendlich hat es dann doch gepasst, wo ich dann unten gesehen habe, ah, jetzt, und die Kontrollleuchte hat gepasst. Ich glaube, Nebelschlussleuchte, entweder ist es orange oder blau. Bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß zumindest hinten, unten, wie sie ausschauen sollten. Ja. Das ist halt, wir haben das halt nie benutzt in der Fahrstunde, auch in der Nachtfahrt. Die hast du einmal gemacht. Und dann 2 Sekunden erklärt bekommen und das war's. Und das ist halt nicht ausreichend. Genauso wie mit dem Lenkrad einrasten, um's sicher zu machen gegen Diebstahl, Diebstahlsicherung. Ja, wenn du das halt nie gemacht hast, ist halt doof, ne? Zumindest hat der Lehrer mir vorher noch gesagt, also der hat uns halt abgeholt gehabt, uns alle, und dann sind wir, jeder durfte noch mit 10 Minuten fahren. Und dann sind wir nochmal alle Details durchgegangen. Also auch unter der Motorhaube, die 3 Flüssigkeiten hier. Was war's? Öl, Kühl für Motor, Kühlwasser. Oh, Öl, Kühlwasser und Scheibenwischanlage. Ja, und es gibt noch Bremsflüssigkeit, aber die irgendwo hinten, die wird nie gefragt. Naja, so war das. Und dann ging's halt los. Ja, dann fahren wir mal los. Vom TÜV. Und die Strecke war eigentlich echt dankbar. Also sie war super dankbar. Eine einfachere Strecke hätte er mir fast nicht geben können. Und das fing halt so richtig geil an. Am Anfang so, ja, fahr mal halt raus aus dem TÜV, Vorsicht vor Fußgängern, dann sofort Vorfahrt, Gewehrenschild, alles kein Thema. Und dann sind wir auf so eine Kraftfahrstraße, B17 glaube ich, oder irgendwie so auswärts aus Augsburg halt rausgefahren. Und dann wollte er Richtung Göggingen.
Und das Lustige war dann... Oh oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Der wollte, der hat gesagt, also es war so eine ganz blöde Straße, er hat gesagt, geradeaus Richtung Göggingen. Aber um nach Göggingen zu kommen, musste man rechts fahren, um auf die geradeaus Spur zu kommen, um dann geradeaus nach Göggingen zu fahren. Und ich fahre halt geradeaus und sehe dann rechts neben mir ist diese Spur, auf die ich hätte wechseln müssen, um nach Göggingen zu fahren. Da war dann aber, glaube ich, schon durchgezogene Linie, also ich hätte nicht mal rüber wechseln können. Das hätte, glaube ich, ziemlich schnell, wenn nicht sogar sofort zum nicht bestehen der Prüfung geführt. Ja, dann habe ich halt gesagt, ja, oh, Entschuldigung, das tut mir jetzt leid, das habe ich verpasst. Und er hat gemeint, ja, dann müssen wir dem Straßenverlauf folgen. Und der war halt echt chillig drauf, der Prüfer. Weil, theoretisch, zumindest hat meine Schwester das gesagt, hätte er auch sagen können, gut, dann schauen sie jetzt, wie sie wieder auf die Spurrichtung Göggingen kommen. Also das kann theoretisch wohl auch passieren, dass es so ein richtiger mieser Mistkerl ist. Und dich das dann selbst herausfinden lässt. Es wäre so bitter gewesen. Es wäre so bitter gewesen. Weil dann hätte ich halt irgendwie gucken müssen, ja, wie komme ich jetzt zurück auf die Spur und da wieder hin? Ich habe ja keine Ahnung. Das war halt so eine breite Straße mit Linksabbiegerspur, Doppelspur, geradeaus und irgendwie noch rechts abbiegen, um da geradeaus zu gehen, nach Göggingen und nochmal rechts. Also, das ist so, keine Ahnung, so ein ewig breites Dingsbums. Aber der hat dann nur gesagt, ja gut, dann fahren wir jetzt hier geradeaus weiter und dort lang. Und er hat mich dann Stück für Stück auf die Strecke zurückgeführt, wo er hin wollte. Also das hat dann gepasst, das war dann gut. Wir sind raus! Yes! Walda ist frei. Sehr schön. Wir haben es geschafft, Jungs. Guter Tipp mit dem Bogenschützen. Danke dafür. Danke. Das war richtig gut, der Tipp. Wir schaffen das zusammen. Geil. Wie gesagt, und dann sind wir halt da so rumgefahren. Gefahrenbremsung kam. Parken war eine Grundfahraufgabe. Da musste ich zweimal, glaube ich, korrigieren. Und dann hat es eigentlich, ich persönlich hätte gesagt, ich wäre immer noch zu weit weg. Immer noch. Aber, er hat dann gesagt, ja, sie passt oder sieht gut aus oder irgendwie sowas. Also ist in Ordnung, dann fahren wir weiter. Und halt da auch immer wenn du stehst. Also egal was ist, immer wenn du stehst. Innenspiegel, Außenspiegel. Schulterblick, blinken, losfahren. Also blinken vorm Schulterblick, aber so generell halt. Immer diese vier Dinge. Immer tun. Nicht einfach nur losfahren. Nicht einfach nur blinken, immer umgucken. Macht halt kaum einer. Ich weiß jetzt auch übrigens, warum viele Leute beim Vorbeifahren an einem Hindernis vermutlich nicht blinken. Und zwar, also wenn man dieses Fahrschulauto hat, wird man ja verwöhnt bis zum geht nicht mehr. Also die Kupplung ist butterweich, der hat so einen Blinker zum Antippen und. Also du kannst sogar ohne Gas anfahren, weil der Motor stark genug ist. Und jetzt bin ich dann letztens nach Schönmünchen gefahren mit meinem Vaterswagen, wir waren Pizza essen. Und da musst du mit Gas anfahren, du musst. Und der hat halt noch eine manuelle Handbremse zum Hochziehen. Furchtbar. Also da am Hang zu stehen, ist eklig wie Sau. Super eklig, das macht null Spaß und du musst halt mit Gas anfahren, weil der hat nicht genug Power, sonst stirbt dir der Motor einfach ab, also du wirkst ab. Also erstmal wirst du halt übelst verwöhnt mit so einem Fahrschulauto. Aber na gut. Aber es ging dann schon. Das Miese ist halt auch bei meiner ersten Jungfernfahrt quasi, also wo ich dann allein gefahren bin. Nach Schottmünchen war das, also mit Vater und so und Schwester, also familienmäßig. Ich bin halt hingefahren, war kein Thema, aber beim Zurückfahren, die Handbremse war halt gezogen. Also die war halt aktiv. Ne? Und ich fahre halt mit gezogener Handbremse und das Schlimme ist, der Wagen fährt ja. Der fährt ja bei dem Fahrschulauto, du kannst ohne Gas nicht anfahren, es funktioniert halt nicht. Der heult auf und nichts passiert, weil die Bremse blockiert. Bei dem war das halt anders. So, jetzt sind wir hier endlich freigekommen. Endlich. Endlich sind wir frei. Also ganz, ganz blöd. Ja, und dann schalte ich halt den fünften Gang und kann trotzdem bloß 40 fahren. Denk mir, was ist da los? Ne? Bis wir dann drauf kommen sind, ja, ich fahre ja mit angezogener Handbremse, ich Idiot. Aber gut, sowas muss man halt lernen. Am Anfang musst du noch diese die machst du auch einfach so als Anfänger. Als wirklicher Fahranfänger, vor allem mit einem anderen Auto, dann du machst einfach diese Fehler. Naja, zurück zur Fahrprüfung. Das lief dann eigentlich ganz gut. Das war dann auch noch ziemlich. Also der war so nice drauf. Der hat dann nämlich wenden musste ich noch. Also der wollte dann noch umkehren. Und
normalerweise. Es gibt da eine Stelle, die wir geübt haben. Ach, die Katapulte sind frei. Nice. Nice. Es gibt da noch eine so eine Stelle, die ist ziemlich cool zum Umkehren. Weil du fährst einfach nur die Straße geradeaus weiter. Und am Ende der Straße ist so ein größerer Platz, wo du halt einfach nur rechts rumfahren kannst und dann bist du quasi hast du dann umgekehrt. Weil das ist halt so eine Wendestelle, würde ich mal das nennen. Also ziemlich gechillt. Und dann sagt er halt, ja, jetzt suchen sie sich einen geeigneten Platz zum Wenden. Und ich fahre halt auf dieser Straße, aber ich hab's noch nicht gecheckt, dass das diese Stelle war. Bist halt ein bisschen nervös und weißt nicht so recht und guckst. Und dann gucke ich in jede Straße links rein, rechts rein. Wo kann ich rückwärts reinfahren? So eine Straße am Bordstein entlang zum Wenden. Hm, wo geht's da nicht? Ah, Mist, da hat jemand blöd in der Kreuzung geparkt. Halt mitten da, wo man abbiegt an der Kreuzung. Also nicht diese 5 Meter Abstand, sondern mitten an der Kreuzung. Boom! Ja, da ist auch doof. Und dann fällt mir halt ein, ah, da vorne. Und da wollte ich schon Danke sagen, ne? Aber kommt blöd. Man soll ja die Klappe halten und einfach nur fahren. Ja, und dann war es das auch eigentlich schon fast. Also, ziemlich gechillt, eigentlich übelst gechillt. Super chillige Fahrt. Keine großen Fehler. Einmal habe ich ein 70er-Schild vergessen. Also, was heißt vergessen? Ich habe es übersehen. Ein 70er-Endeschild, also ein Geschwindigkeitsbegrenzungsaufhebungsschild. Sprich, ich hätte 100 fahren dürfen, bin halt weiter mit 70 gefahren. Ist kein Fehler, aber ist halt auch nicht gut. Mangelnde Beobachtung halt quasi. Ne? Irgendwie übersehen. Es war jetzt nicht falsch, aber wäre es andersrum gewesen, wäre es ganz schlimm gewesen. Also, ja, aber ansonsten ging's schon. Und dann am Schluss, das war dann das Letzte, das war ganz böse, weil wir das nie geübt hatten. In der Fahrstunde, also in der Vorbereitung, Fahrstunde und so, übst du das halt nicht. Wir fahren auf den Platz, also TÜV wieder rein. Und dann sagt er so, jetzt stellen Sie das Fahrzeug bitte noch irgendwas und diebstahlsicher ab. Vielleicht verkehrsgerecht und diebstahlsicher, ich weiß nicht. Irgendwie diebstahlsicher auf jeden Fall. Und dann wusste ich nicht, wie ich das mache, weil in den Fahrstunden, wenn Ende ist, steigst halt aus und der nächste steigt ein. Oder der Fahrlehrer setzt sich auf den Sitz und macht weiter. Du schaltest den Motor zwar ab, aber du ziehst nie den Schlüssel weg und schaust, dass das Lenkrad eingerastet ist. Das hast du nie gemacht. Und auch in der Stunde davor, vor der Prüfung, haben wir das nie gemacht gehabt. Also da war dann schon doof. Er hat dann gesagt, ja, wie machen sie das? Und dann wusste ich nicht mehr, ja, was jetzt tun. Dann gucke ich halt so und lässt sich noch bewegen, das Lenkrad. Keine Ahnung, diebstahlsicher. Ja, und dann habe ich gesagt, Schlüssel ziehen? Dann habe ich halt geguckt und dann war es eingerastet und dann war gut. Aber naja, zumindest bestanden. So, jetzt Führerschein, den zeige ich euch noch und dann machen wir Ende. Einen Moment, ich muss nämlich an meinen Geldbeutel kommen und der hängt hier hinten an der Tür. So, und warum hängt der an der Tür? Ganz logisch, damit ich nicht vergesse, wenn ich aus dem Haus gehe und einen brauche, dann hängt der da an der Klinke. So, ich hoffe, ich vergesse das Reinzoomen nicht. Und ich hoffe, ich mache das gescheit mit dem Führerschein, mit dem, dass man das sieht. Keine Ahnung. Also, so schaut er ungefähr aus. Ich mache jetzt mal hier so ein bisschen Zeugs, damit ich mal Standbild machen kann. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo die Kamera aufnimmt. Ich habe nur einen Screen, ich sehe es nicht. Ich könnte es jetzt auch so zeigen, ich weiß es nicht. Also, so schaut er halt aus. Ja. Und das Foto ist echt furchtbar. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Damit beende ich diese Aufnahmesession. Bedanke mich bei euch allen wieder mal fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Und ich muss sagen, in letzter Zeit, seitdem ich nicht mehr auf die Abonnenten komme, macht es wieder so viel mehr Spaß. Auf die Abonnenten schau. Habe ich kommen gesagt? Nee. Alter. Ich bin mir nicht sicher. Ich laber schon wieder nur Müll. Aber wie gesagt, solange ich nicht auf die Abonnentenzahlen gucke, es macht halt einfach viel mehr Spaß. Das ist... Ich guck da nicht mehr drauf, einmal in der Woche vielleicht. Es war halt, der Fokus war halt einfach ganz falsch. Ich freue mich über jeden Neuen, der mitkommt. Aber wenn jemand genug von mir hat und deabonniert, dann ist das auch in Ordnung. Ja, und jetzt schaue ich halt, ich schaue in die Kommentare, bin da nachher weiterhin aktiv, aber nicht mehr auf die Abonnentenzahl. Ihr seid keine Nummern, ihr seid alle lebende, fühlende Menschen, die ihre Zeit opfern, um hier bei mir auf meinem Kanal meine Videos zu schauen. Und dann ist es egal, ob es 10 sind oder 30 Millionen. Das spielt keine Rolle.
Nicht wirklich, also in erster Linie ist das, sollte es definitiv nicht der Fokus sein. Und ich habe mich zurückbesonnen zu der Zeit, wo ich angefangen habe mit YouTube. Ja, da hatte ich dann 10 Abonnenten. Und das gleiche, was ich jetzt mache, ziemlich der gleiche Aufwand, ein bisschen mehr, aber ziemlich der gleiche Aufwand, habe ich auch für nur 50 gemacht. Oder nur 100 Leute. Also warum sollte ich dann bei 300, wenn es mehr sind und ich den gleichen Aufwand betreibe wie vorher, sagen, das macht mir keinen Spaß mehr. Das macht doch null Sinn, ne? Also rein von der Logik her, wenn man sich das mal überlegt. Schlimm. Also Psyche manchmal echt schlimm. Okay. 69 Units, oh yeah. Okay. Genug des ganzen Unsinns. Ich mache jetzt hier Pause, muss später noch in die Uni. Aber wenigstens bin ich wieder gesund. Also ich kann wieder Uni machen. So, bin zwar noch auf Corti, aber damit kann ich ganz gut leben. Also sollte ich mich auch eigentlich freuen, dass ich wieder in die Uni kann. Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Haut rein. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut!